Howdy. Die Engel haben mir einen Tipp gegeben. Man kann mit nackten Füßen, also mit nacktem Fuß, also unbekleideten Fuß, sich in ein Gewässer stellen. Das sollte am besten fließen. Was ist der Sinn? Ich habe das schon öfter vor Augen geführt bekommen, dass positiv geladene Elektronen in unserem Körper sind und durch die Füße wird das praktisch entladen. Das ist wie beim Blitzableiter. Die Erde ist eine Masse, sie ist negativ geladen, denke ich mal, und diese positiv geladenen Elektronen werden dann regelrecht angezogen. Und ich habe das auch ausprobiert. Es scheint in einem fließenden Gewässer, also einem Fluss oder Bach, besser zu funktionieren, als wenn das jetzt ein See wäre. Und das kann man ja gerne mal ausprobieren. Ja, ich sage das nur mal so als Anekdote. Noch ist es ja etwas bekömmlich, das Wetter. Obwohl in Island und Russland, da machen das viele Leute ja ganz körperlich, dass sie sich in das eiskalte Wasser stürzen. Also ich mache das seit ungefähr einer Woche und zwar nicht dreimal am Tag, wie die Engel es mir empfehlen, aber zweimal reicht auch. Und ich merke das. Also ich habe das vor einer Dreiviertelstunde gemacht und merke das jetzt noch. Es erfrischt, es belebt und ich denke, es ist eine nützliche Sache, es einmal gesagt zu haben.